Moin moin, liebe Gemeinde. Heute richte ich mich mal mit einer Bitte an euch. Ich bitte euch nämlich, am 10. August, 13 Uhr, nach Berlin zum Bahnhof Zoo zu kommen. Dort ist nämlich die Hanfparade. Ja, liebe Gemeinde, die Hanfparade ist eine der wichtigsten drogenpolitischen Veranstaltungen im deutschsprachigen Gebiet. Hier habt ihr die Möglichkeit, euer Recht wahrzunehmen, eure Meinung kundzutun. Und das solltet ihr tun, das sollten wir alle gemeinsam tun, um langfristig etwas in unserer Gesellschaft zu verändern. Beispielsweise die wirklich verquere und irrationale Drogenpolitik, die endlich einmal einer großräumigen Revision bedürfte. Ja, und wir alle sollten uns gemeinsam dafür stark machen, dafür einsetzen, dass sich hier demnächst zum Wohle aller, zum Wohle unserer Gesellschaft etwas verändert. Sagt eure Meinung, geht auf die Straße, denn gemeinsam können wir aktiv etwas verändern. Wir können etwas bewegen, und zwar indem wir uns bewegen. Wir müssen nur unsere Allerwertesten mal hochkriegen von der Couch und ab, in dem Fall nach Berlin. 10. August ab 13 Uhr vorm Bahnhof Zoo geht es los zur Auftaktkundgebung. Werde ich auch ein paar warme Worte sagen. Da werde ich euch erklären, warum diese Drogenpolitik irrational gescheitert, irrsinnig und hohl ist und warum sie unbedingt geändert werden muss. Schaut auch demnächst die neue Drug Education Agency, Folge 26, Schwerpunktthema Hanfparade, wie könnte es anders sein? Und jetzt gleich auch kommt demnächst die neue Nachtschatten-Television, Folge 11. Auch hier freue ich mich, euch zu sehen. Ansonsten sehen wir uns in Berlin. Ich freue mich drauf. Nicht vergessen, 10. August, fett in den Kalender. Bis dahin, lasst uns gemeinsam was verändern.